Nein, jetzt nicht, ihr nekrotischen Ghule, ihr. Wir haben keine Zeit für Schnickschnack. Blut befleckt. Gauss, Rot, Flint. 1 Stern? Nein, 3 Sterne. Schon nicht verkehrt. Muss ich mal vergleichen mit der Gauss-Schrotflinte in unserem Stash. 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 Nabend, Nabend, Nabend. Ihr Schlawiner, ihr. Hier ist gar keiner. Mhm. Hier war schon einer. Irgendwer ist uns zuvor gekommen. Hatte die gleiche Idee wie wir. Nö, dann können wir gleich weiterziehen. Aber es sollten ja jetzt nur noch 3 sein. 3 Weihnachtsspookies, die es zu eliminieren gilt. Hier drüben, gute Idee. Cranberry Bock, wir kommen. Da hinten, da läuft schon einer. 2 sogar. Nein, er ist der Weihnachtsspooky. Er ist der Weihnachtsmann. Karten sind gewechselt. Das ist ein Kampf. Gegen alles. Hilfe! Wir sind hier in ein Krisengebiet geraten. Verfluchtes Fledermausland. Alles voll mit Schlick. Na, wie bitte? Das hast du überlebt. Frechheit. Und Köpfchen wieder. Kaffee und Kuchen. Noch mehr Legendärkram. Erstmal wird geballert. Ja! Yeah. Aufgepasst. Noch mehr Kaffee und Kuchen. Man kann nie genug Kaffee und Kuchen im Blut haben. Und für den Rest, naja, da muss man dann wahrscheinlich wohl oder übel ein bisschen manuell zielen. Oh, es kommt noch mehr. Na, euch kriegen wir ja ganz easy peasy wieder hin. Und wenn die Brandbestie weg ist, dann sollten hier keine mehr nachkommen. Richtig. Noch ein Weihnachtsspooky, dann haben wir es geschafft. Ja, das nächste Mal die Rissstandorte wahrscheinlich sogar als allererstes. Da hängt doch einer rum. Hey! Er hatte noch nicht genug. Und offensichtlich kein Grund zu leben mehr. Schrägstrich kein Grund, sich hier zurückzuziehen. So, wo sind denn hier meine Spookies? Hier so unnachgiebig. Warum ploppt jetzt hier kein Legendärgut auf? Unnachgiebig Fallensteller 1. Bräunig. Scheine halt. Muss ich jetzt hier manuell den Weihnachtsboogie-Kram finden? Das ist hier heute eine sehr verbackte Geschichte. Vielleicht ein Einzelfänomen, aber vielleicht auch nicht. Nee, hat sich Luft aufgelöst, das Einzelfänomen. Finde ich gut. Das sind meine Lieblingsphänomene. Come on. Block, block. Danke sehr. Einen noch. Hey! Ist doch gut. Ist doch gut. Ihr habt ja auch was zu melden. Ich verstehe das schon. Knochenhammer. Nein, danke. Rein rechnerisch haben wir den Legendärkram komplett eingesteckt. Weiter bitte zum nächsten Rissstandort. Zu diesem hier. Dem Prime-Rissstandort. Den Ursprungsort der Mutti. Mutti, Mutti, Mutti. Was ist denn hier bitte los? Plötzlich nur noch Geraffel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo sind meine wo sind meine Spookies? Block. Wir brauchen noch mehr Kaffee und Kuchen und Blut sofort. Schande, Mann. Das könnte auch selbst mit Rüstung jetzt auf dem blutigen Niveau problematisch werden. Na. Lass mal hier die Kleinen abservieren. Jeder Tod ist hier eine weitere Knarre, die nicht mehr auf uns schießt. Einfach draufhalten. Richtig knacke muss das. Und die spawnen hier feuchtfröhlich weiter. Übel. Bin ich überhaupt noch auf Besucher-Tee? Es fühlt sich gerade nicht danach an, aber es könnte auch daran liegen, dass die Erlösung so viel AP schluckt. Möglich. Alles vermöglichbar. Weiter, weiter, weiter. Draufhalten. Kaffee und Kuchen.
Aber hier ist ja auch ein erstklassiger Verschluss drauf. Rein theoretisch machen wir hier gegen die verbrannten Vultures. Kommst du runter? Gegen die verbrannten Vultures extra Schaden. Ist auch gut möglich, dass sie irgendwie im Hintergrund wieder die Energie von den legendären Gegnern erhöht haben oder so. Das Wiederaufladen haben sie ja schon vor zwei Seasons abgeschafft. Fände ich aber ganz gut. Dann noch lieber eine von vornherein dicker wirkende Energieanzeige. Hier, na los! Blitze. Glücklicherweise geht das ja instant hier in der Powerrüstung. Da wird dann direkt eine Nadel in die Nase gedrückt oder so. In die Nasenscheidewand. Da wirkt das Stimpak sofort. Blutbefleckt. Chaos-Schrotflinte. Eine Sekunde. Wie bitte? Könnte das? Wird nicht angezeigt. Doch, nee, noch nicht. Wie viel Kram haben wir denn hier bekommen? Ist ja Verrückte. Absolut Verrückte. Es war was Blutbeflecktes dabei. Und hier war noch eine Schatzkarte gerade eben. Der Marke Savage Divide. Richtig. Für Psychotels. Was ist mit meinen Spookies? Waren hier überhaupt welche? Nee, ne? Hier gab es keine. Oder ich hab's vergessen. Dann liegt es an der Temperatur. Diesmal liegt es nicht an einer Bronchitis, sondern an der Raumtemperatur. Nicht der Körpertemperatur. Aber die Symptome sind zum Verwechseln ähnlich. Wir dürfen auch weiterziehen, ne? Ja. Wir können ja wieder von vorne anfangen. Also ich glaube, wir sind jetzt so lange unterwegs, dass sie da gerespawnt sind. Aber erstmal gucke ich, was wir da bekommen haben. Und zwar im Inventar. Ah! Nein, jetzt nicht ihr. Nekrotischen Ghule ihr. Wir haben keine Zeit für Schnickschnack. Wir sind zu blutig. Das könnte echt in die Hose gehen. Wenn jetzt hier eine Atombombe fällt, Mensch. Dafür hätten wir nicht genug Energie. Blut befleckt. Gauss-Schrotflinte. Ein Stern? Nein, drei Stern. Letzte Patrone im Magazin. Ach so, Expo ist ja immer, ne? Und Gewicht minus 90%. Ist schon nicht verkehrt. Muss ich mal vergleichen. Mit der Gauss-Schrotflinte in unserem Stash. Wenn wir die überhaupt noch haben. Wir hatten mal eine. Entschuldigung. Wir hatten mal eine. Aber das ist schon sehr lange her. Ich habe aus den Augen verloren, ob wir die überhaupt noch haben. Oder habe ich mich verguckt und wir sind schon lange fertig? Nein. Nein. Doch. Nein. Einen noch. Einen Spooky. Dürfen wir noch eliminieren, aber nee, wir brauchen ja nicht von vorne anfangen. Wir klappern einfach weiter die Rissstandorte ab. Und zwar ist der nächste hier drüben. Nehmen wir diesen hier. Guten Abend, hallo. Ein Spooky noch bitte. Meistens stehen diese bei den Rissstandorten schon da, wenn man ankommt. Wir observieren die Lage. Mostown. Ja, Mostown wäre auch eine Möglichkeit, fällt mir gerade ein. Da würden wir auch noch einen gratis Besuchertee bekommen. Ja! Hey! Hey! Ist doch gut! Wir haben noch nicht mal die Lage hier vernünftig observiert. Und jetzt sowas. Ich denke, es fehlt auch gerade am Besuchertee. Verflucht! Und wir sind infiziert. Das auch noch. Antibiotika? Nee. Heil. Wir haben kein Heil. Wirklich nicht, ne? Verbrannter Offizier. Mit der Kippe eingepennt, wa, ey? Du bist nicht legendär. Krank bist du. Plock. Und da fiel sie vom Himmel. Da war jetzt hier aber nichts Legendäres dabei, oder? Na. Na. Silo Charlie. Achso, der war das. Ja,
Der war das. Aber der letzte Spooky lässt weiterhin auf sich warten. Meine Güte. Wir können ja wirklich mal in Moss Town vorbeigucken. Das war doch hier auch um die Ecke von unserem aktuellen Standort. Hier oben. Das dann, ne? Moss Town, sag ich doch. Gleich rechts um die Ecke. Dann laufe ich rüber. Nachdem wir uns den Gratis-Besucher-Tee geholt haben. Es hat zwar überhaupt keinen Sinn mehr, aber das hat mich noch nie aufgehalten. Plock, plock. Nimm mit. Es geht ja auch um den Pfannofan. Zack, da ist er. Und Kaffee. Kaffee ist auch wichtig. Immer. Aber meine Kaffeezeit ist heute schon vorbei. Für mich gibt es gerade nur noch Tee und ein bisschen Orangenlimonade. Aber das kann ja auch ganz lecker sein. Kamillentee mit Ingwer und eine Handvoll Stevia. Doch genug davon. Wir wollen Verbrannte töten. Idealerweise einen Weihnachtsspooky verbrannt Lampe aus. Sie werden schon auch früh genug mitbekommen, dass wir hier sind. Da ist er. Der letzte Weihnachtsmann. Hört sich an wie so ein Drama-Roman. Silvia und der letzte Weihnachtsmann. Doch wir haben es geschafft. Meine Güte, 10 Weihnachtsspookies an einem Tag. Und das mitten im, ich sag jetzt mal August. Ich habe so ungefähr eine Ahnung, wann diese Folge rauskommen wird. Ich sag jetzt mal, Weihnachtsspookies sammeln im August ist schon was sehr, sehr Außergewöhnliches. Aber gut, wir wollen auch gleich mal checken, ob wir eventuell... Oh, hier war gerade einer, ne? Meine Güte, Frechheit. Was das eventuelle Gauss-Schrotflintchen in unserem Stash kann. Haben wir? Weiß ich nicht. Mal gucken. Wumsi. Oh, Wumsi. Tatsächlich. Ja, Wumsi hat... Wumsi ist besser, ne? Plus 50% verletzte Körperteile. Und ebenfalls blutig. Und Last Bullet. Pff, nee. Aber... Das kommt ja nochmal oben drauf, ne? Ist das multiplikativ vielleicht? Oh. Wenn dann der letzte Schuss richtig sitzt, haben wir den Blutig-Effekt und das hier noch. Aber schießt doch so ein Magazin sowieso nicht zu Ende. Es ist nicht tradable, ne? Oder? Oder? Zeig mal bitte. Blutig. Nein, ist not tradable. Mm-mm. Ich meine, wir haben ein besseres Gewehr. Mit solideren, häufiger treffenden Schaden. Meine Meinung. Tut mir leid. Flinty. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Aber trotzdem, man wird noch hellhörig, wenn hier auf einmal blutig erscheint. Doch, doch. Das hat immer noch nichts von seinem Charme verloren. Dieses legendäre Attribut. Wahnsinn. Was wir heute an Scheine gerockt haben. Aber wenn wir schon mal dabei sind, ne? Gaschenke. Gib sie mir. Zack. Und das Große noch. Und die Kleinen. Vorsichtig, inaktive Fluchse, das brauche ich nicht. Das ist ja Quark. Hilfsmittel auf dem Boden damit. Mutierte Partypakete, ja genau. Block, block. Was? Das häufiger Legendärgut drinne? Warum hat mir das keiner gesagt? Ich bin genauso überrascht wie ihr. Oh, hier ist noch ein Serum. Vogelknochen-Serum. Eine Sekunde. Wir können die Kohle gerade gut gebrauchen. Na du, Schlawiner. Wie viel hast du noch? Das passt ja. Vogelknochen. Du Vogel, du. Block. Danke sehr. Drogen. Heute nicht. Schade. Jut, jut, jut. Jut, jut, jut. Wieder ran. An den legendären Tauscher. Brandachs kann weg. Planke. Ebenfalls. Chamäleon. Vorhut und schwerelos.
Punktlandung. Aber jetzt haben wir auch ganz viel Schrott und Essen noch, ne? Und Etage sollten wir auch verticken. Nicht, dass das hier irgendwie untergeht. Meine Güte. Hier. Weg, weg. Weg, 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 weg. Ordnung muss sein. Aber zu viel Ordnung macht das Leben auch schwer. Man kann auch neurotisch dadurch werden. Das hält einen nur auf. Da gibt es auch eine Regel. Eigentlich die 80%-Regel, aber ich beziehe mich lieber auf 75%. Das, warte mal. Herdentrieb? Ist das auch ein Serum? Herdentrieb? Da steht ja nicht Serum da. Gleich. Uno secundo pal favor. Cherise, weg damit. Kürbiskuchen esse ich sowieso nicht. Kann weg. Wild sowieso. Ebenfalls komplett. Und so viel Kohle hast du gar nicht mehr. Sind das gute Sugar Bombs? Die nehmen wir. Für den Anfang der nächsten Season. Wo wir auf jeden Fall wieder eine gute Phase lang, wie auch in dieser Season, längere Folgen machen werden. Oh, Geschenkpapier ohne Ende. Haben wir auch. Da kann man sich dann selber Geschenke mitbauen, ne? Und die dann öffnen und ist da dann legendär gut drin oder was? Als ob ich jetzt nicht schon genug Kram in den Taschen hätten, der uns auffällt. Aber jetzt bin ich gerade mal ein bisschen neugierig. Das ist hier, ne? Bastelwerkbank. Herstellungsloadout. Kriegen wir da auch vielleicht doppelt Geschenke? What the heck? Geschenke. Kleber. Hier. Block. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gemacht. Ist das jetzt genauso wie die Geschenke von den Spookies? Wo ist das jetzt? Bei Hilfsmitteln, ne? Wo finde ich jetzt die Geschenke? Da! Großes, handgefertigtes Geschenk. Da gab es jetzt nur Kohle, oder wie? Oder muss ich dann auch was reinlegen? Da ist nur Kohle drinne. Oder soll man das anderen hinlegen und die haben da was Besseres drin, ne? Ne, ich teile nicht. Ich bin geizig. Mach ich nicht. Gut. Okay. Wir können Eldi ablegen. Wir werden auch die Erlösung ablegen. Oder eine Sekunde. Da müssen wir uns, sollten wir uns sehr, sehr sicher sein. Aber irgendwie habe ich gerade Lust auf die Gauss-Schrotflinte aus dem Stash. Ja, machen wir. Ist in Ordnung. Ultrazit-Muni. Zurück in die Kiste, die fast voll ist. Vorsichtig jetzt. Nichts falsch machen. Sagte er und legte noch weitere Granaten hinein in die Kiste. Müssen wir noch behalten. Ist sehr wertvoll. Eine sehr wertvolle kleine Holzkiste. Aber dann brauchen wir auch 2 mm. Oh, wir haben nur 44 Schuss. Ja, dann müssen wir sehr sorgsam mit der Muni umgehen und irgendwas spielen. Ach nee, stopp. Anchorage Arts. Entschuldigung. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Meine Güte. Wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Hier war es jetzt wirklich die 10 mm Munition. Und die restliche Muni, 45er, können wir ablegen. Brennstoff. Für Hallo Holly Feuer. 5 mm reicht auch noch. Fusionszelle. Gamma-Patrone brauchen wir auch immer unterwegs zum weniger präzise blutig machen. Und ansonsten, ja, absolut. Kiste. Kiste der Spende. Es ist was sehr Ehrenvolles hier zu spenden. Hier in Fallout 76. Hier in Appalachia. Weg, weg, weg. Danke sehr. Kerne, nein, danke. Die behalten wir. Da teile ich wieder, ne? Gut. Ach ja. Noch einmal zerkleinern. Da war ja was. Immer diese Geschenke mit dem ganzen Schrott drin. Tönnef. Und ein bisschen Tent.
Können wir das noch ablegen? Eventuell. Ich glaube, ja. Ich glaube, jetzt ist es weg. Und den Herdenantrieb werde ich mir jetzt ganz kurz hier oben anpinnen. Ich glaube, dass es ein Serum ist. Aber ich denke... Ja, doch. Wenn der hier schon 2000 sagt... Ach ja, wir wollten ja auch noch unsere Masken vom Preis her ein bisschen anpassen. Oh, ja. Auf, oh, ja. 300, ne, hatten wir gesagt. 299. Dann machen wir das. So viel Zeit muss sein. Du gib, du gib, du gib, du gib, du gib, du gib, du gib. Du schau, Schlawiner, du. Was habe ich jetzt noch aus Versehen mitgenommen? Das war jetzt nur die Aufnahme. Hier können wir alles, ja, alles wieder reinsetzen, außer Alien. Alien haben wir nur einmal. Alles, was jetzt doppelt vorkommt, können wir wieder reinsetzen. 2,99. 2,99. Werden die gestackt? Nein. Die lustigerweise nicht. 2,99. Brandbeste. Sagen wir 2,99. Für alle. Die haben alle die gleiche Qualität. Mensch! Ebenso die Königin. Einhorn 2,99. Oh, ich werde so hart fast nach das nächste Mal spielen mit meinem Arbeitslaptop. Der Stromsparender. Absolut. Eine Eule nehmen wir aber mit. Hasenzähler kann komplett weg. Ja, sowas von. Damit wir da auch nächste Mal die Leuchtemasken bekommen. Plockhexe. Die haben wir jetzt nur einmal, aber das muss die ja sein. Aus dem Verkauf. Kobold. Ich denke 2,99. Der eine Minotaure, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber wer weiß. Wir gehen das Risiko ein, dass wir eventuell unsere einzigste Minotaurenmaske verticken. Ich bin jetzt auch zu fein, um nachzugucken. Hm, Schädel 2,99. Und ebenso auch der andere Schädel. Wer hätte das gedacht? Es sind aber auch schon viele, ne? Okay, ja. Soldat scheint öfters zu droppen. Weg, weg, weg. Aber wirklich. Aber vielleicht hat sie ja irgendwer der neueren Spieler nicht. Dann kann er hier gerne zugreifen. Auch die Sonne. Ein wahrhaftiger Klassiker. Zack. Und jetzt haben wir es auch wirklich geschafft. Die haben wir auch doppelt, ne? Ja, dann mach die ebenfalls weg, ne? Ich habe keine Ahnung, was die wert ist, aber ich will mich da jetzt auch nicht so haben. Umso mehr freue ich mich, dass irgendwer anderes... Was? Zur Hölle? Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.